Also, da habe ich mich in letzter Zeit immer stärker auf vier Worte konzentriert. Es waren vier Worte, die Willy Brandt eigentlich auf seinem Grabstein stehen haben wollte. Aber aus Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen kann, ist das nicht geschehen. Das sind die vier Worte: Man hat sich bemüht. Das deckt eigentlich mein ganzes Lebensengagement. Ich habe mich eingebracht, um meinen Mitmenschen das Leben erträglicher zu machen. Das war der 9. November 1938. Da ging ich in Gießen ins Gymnasium. Und da brannte dann 100 Meter von der Schule entfernt die Synagoge. Und da sind wir hingelaufen, haben gesehen, dass Feuerwehrleute und Polizeibeamte nicht etwa den Brand löschen, sondern ihn belebt und entfacht haben. Haben dann unseren Lehrer gefragt, er war kein Nazi und hat verlegene Auskünfte gegeben. Gesagt, ja, früher hätte es solche pogromartige Volksempörung auch schon gegeben und das sei halt wegen der Ermordung des Diplomaten da in Paris. Ich habe dann auch mal gefragt, ja, werden eines Tages auch die christlichen Kirchen ein solches Schicksal erleiden? Aber nein, wurde dann gesagt. Aber wenn ich jetzt über nie wieder, nicht noch einmal spreche mit jüngeren Menschen, dann vermittle ich ihnen dieses Bild. Ich bin mit dem Ausdruck Freund immer sehr vorsichtig gewesen. Die Inflationierung dieses Begriffes, die hat mir nicht gepasst. Und manchmal ist es auch einfach eine Frage des Respekts, dass ich von mir aus das Wort kaum verwendet habe. Aber es war schon eine freundschaftliche Beziehung, das wollen Sie allein daraus entnehmen, dass ich 14 Tage vor seinem Tod noch mal bei ihm war. Die Witwe hat mich erfreulicherweise eingelassen. Und da hat er gesagt: Jochen, ich danke dir für vieles. Und ich habe ihm noch einmal über die Stirn gestreichelt. Das war schon. Und ich habe ja einen Vorgang erzählt, wo er auf mein Leben einen wichtigen Einfluss genommen hat. Von der gegenwärtigen Situation ängstigen will ich nicht sagen, aber habe ich Sorge, ob es gelingt, die rechtspopulistische Entwicklung in den europäischen Mitgliedstaaten von Deutschland fernzuhalten und insgesamt zu bremsen. Denn wenn eine Le Pen eines Tages Präsidentin von Frankreich wäre, dann würde Europa tatsächlich aufs Spiel gesetzt werden. Und wir sehen ja, dass diese Entwicklung selbst in Schweden, in Finnland, in Polen ganz besonders deutlich, Ungarn um sich gegriffen hat. Wir haben bisher Glück gehabt, auch weil die Wahltermine da eine Rolle gespielt haben. Aber das wäre der Punkt, wo ich die größten Sorgen habe, ja. Wenn uns am 8. Mai 1945 in der Gefangenschaft, ich war damals in amerikanischer Gefangenschaft, Gott sei Dank in Italien, einer gesagt hätte: Seid nicht so traurig und verzweifelt. Regt euch nicht so auf. In 4 Jahren werdet ihr eine großartige Verfassung mit einer Wertordnung haben, um die euch andere beneiden. In 10 Jahren werden eure Städte wesentlich wieder aufgebaut sein. In 12, 14 Jahren werdet ihr 12 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge integriert haben, ohne dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Es wird euch wirtschaftlich schon in den 50er Jahren wieder besser gehen als vor dem Zweiten Weltkrieg. Ihr werdet wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen werden und ein deutscher Bundeskanzler wird den Friedensnobelpreis
25 Jahre nach Kriegsende bekommen. Ihr werdet die Olympischen Spiele in eurem Land haben und die Menschen werden gerne kommen, über alle Gegensätze hinweg. Und die deutsche Einheit wird wiederhergestellt werden, ohne einen Schuss und einen Tropfen Blut. Ja, Entschuldigung, den hätten wir für irrsinnig erklärt. Hätten gesagt, der muss sofort in die Behandlung oder der verhöhnt uns. Und das alles, sage ich dann, ist nicht gegen den wütenden Widerstand der Politiker zustande gekommen, sondern natürlich, viele haben geholfen, die Wirtschaft, das Volk und so weiter. Aber die Politik hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das zustande gekommen ist. Das darf man schon gelegentlich mal sagen. Ja. Also jeder in der Demokratie, aber auch darüber hinaus, ist mitverantwortlich. Ja? Du lebst nicht in einem abgeschlossenen Bereich, der von all diesen Dingen nicht betroffen ist. Zum Zweiten verschafft dir die notwendige Kenntnis. Darum ist die stärkere Akzentuierung der Bildung ja, ist ein richtiger Schritt. Und zum Dritten werde dir klar, woran du dich eigentlich orientierst. Ob das materielle Mehr die maßgebliche Orientierung ist oder dein persönliches Ansehen oder ob es die Werte sind, die unserem Grundgesetz zugrunde liegen. Nicht? Denn das Grundgesetz ist nicht nur eine Ansammlung von Zuständigkeitsvorschriften, Verfahrensvorschriften, sondern ist auch eine Antwort gewesen auf die Ideologie des NS-Gewaltregimes. Das ist übrigens eine großartige Sache, die man nicht genug betonen kann, dass bereits 4 Jahre nach dem Ende des NS-Gewaltregimes dieses Grundgesetz mit seiner Wertordnung zustande kam. Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das sind ja die Werte, die auch meine Partei immer besonders in den Vordergrund gerückt hat, zur Orientierung.